Hallo und herzlich willkommen beim Bellini Hunde Physio Adventskalender. Habt ihr schon gewusst, dass die Ursache vieler Gelenkprobleme in der Welpenzeit zu finden ist? Bei den kleinen Welpen denkt man oft, ach, denen kann nichts anhaben. Sie toben überall rum, spielen mit jedem anderen Hund, werden umgerannt, stecken alles super gut weg. Man spielt mit denen, alles super toll, weil der Hund ist ja topfit. Ja, aber ihr könnt da wirklich schon Probleme, ja, sag ich mal, verursachen, deren Quittung ihr sozusagen erst Jahre später bekommt. Zum Beispiel ist so eine Sache, wenn ihr immer mit so einem kleinen Welpen sehr, sehr viel Ball spielt, ja, noch vor allen Dingen noch bevor er ausgewachsen ist, kann es in den Gelenken zu kleinen Mikrotraumata kommen. Da merkt ihr erstmal nichts dabei. Der Hund läuft ganz normal weiter, gar keine Probleme, hat auch jetzt gar keine Schmerzen. Es ist nur der Knorpel, der kleine Verletzungen hat, ja, aber Knorpelgewebe ist nicht dafür bekannt, dass es sich besonders gut regenerieren kann und ihr fördert damit ein frühzeitiges Entstehen der Arthrose. Ja? Das ist ganz, ganz schlecht natürlich, könnt ihr euch vorstellen, Arthrose ist nicht besonders gut. Deswegen bitte achtet da auch schon bei einem jungen Hund darauf. Also ihr dürft sehr, sehr gerne mit eurem Hund spielen, ja, gar keine Frage, aber bitte angemessen, auch für das Alter angemessen, übertreibt es bitte nicht. Dazu muss ich auch sagen, dass zum Beispiel Spielen mit anderen Hunden so eine Sache ist. Schaut da bitte immer darauf, dass es ein ausgewogenes Spiel ist und nicht euer Hund irgendwie umgerannt wird von anderen Hunden die ganze Zeit. Das ist zum Beispiel, dann ist es kein ausgewogenes Spiel mehr und kann tatsächlich auch zu Verletzungen führen. Also bitte, wenn ihr einen Welpen habt, achtet darauf, dass ihr ihn entsprechend seines Wachstums bitte nur so belastet. Also das Welpenwachstum, man sagt so, je nach Größe des Hundes, aber so im Schnitt, so mit einem Jahr, ist der Hund einigermaßen vom Skelett her ausgewachsen und kann dann schon besser belastet werden. Aber wirklich bei einem jungen Hund passt da ein bisschen auf, auch wenn diese Hunde sehr, sehr viel mitmachen. Ihr könnt da wirklich schon den Grundstein für Erkrankungen im Welpenalter dann legen.